Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar kam eben der Postmann bzw. die Postfrau und hat geklingelt und mir meinen Thermomix gebracht. Und da ich nicht länger warten kann, packen wir ihn auch gleich zusammen aus und ihr dürft mein gutes Stück bewundern. Wen das Video interessiert, den bitte ich doch dran zu bleiben und viel Spaß bei dem Video. Ihr Lieben, wir öffnen das Ganze jetzt zusammen. Ich schneide die Verpackung, also eher gesagt, dieses Plastikband auf und öffne jetzt mit diesem Messer die Kiste. Hopp. Und offen ist sie. Ich räume das Ganze jetzt nach unten, das Paket, und hole alles nacheinander raus und filme das für euch, dass ihr das auch gut sehen könnt. Stelle euch alles vor und genau. Dann starten wir jetzt mit dem Anbau. So sieht das Ganze jetzt auf, wie ich, wenn ich die Kiste, die Seitenteile und die, also den Deckel quasi weggemacht habe. So, dann starten wir mal mit dieser Kiste. Und hier drin ist der Varoma, also der Dampfgarer. Holen wir mal raus, die Kiste mal weg und dann legen wir einfach alles hier ab. Hier ist der Deckel. Der ist durchsichtig, also man kann schön sehen, was man da zubereitet. Dann haben wir hier den Messbecher. 100 Milliliter passen da rein, kann man abmessen. Dann als nächstes den Spatel. Der ist verschweißt, den packen wir auf. Der ist so. Dann der, der Schmetterling, wie heißt der? Rühraufsatz, genau. Der Schmetterling. Und der Rest vom Aroma. So. Dann setzen wir das alles mal aufeinander. Genau. Und dann sieht das Ganze so aus. Richtig schön. So, weiter geht's jetzt mit dem Herzstück des Ganzen. Ich packe ihn aus, hole ihn hoch und stelle ihn gleich auf meinen Multigleiter. Was auch noch dabei war, das ist hier die Gebrauchsanleitung. Und ich finde auch bei diesen Preisen sollte man die sich doch mal zu Gemüte führen. Das Finessen oder die Finessen sind auch dabei. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Hier ist er. Mein Thermomix. Ich verändere mal die Einstellung für euch, dass ihr ihn in voller Pracht sehen könnt. Und schon kommt der Gleiter zum Einsatz. Nicht wundern, hier links, unsere Küche ist noch nicht ganz fertig. Aber Hauptsache der Thermomix. Ne? Ja, das ist der Thermomix. Das war das Video, was alles dabei war. Und im nächsten Video werde ich euch vorstellen, wie ich ihn das erste Mal starte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Am Ende war es jetzt etwas durcheinander, aber so bin ich etwas verpeilt ab und zu. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!